Servus und habet ihr schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich hoffe, ihr habt was zum Trinken organisiert. Macht es euch gemütlich. Wir fangen wieder an. Wir haben Herbst. Der Kohl ist fertig. Der Kohl? Sehr gut. Und? Haha. Freunde der Sonne. Da ja unser Lebensmittellager fertig ist, müssen wir mal schauen. Wir haben ja ein bisschen was fertig. Ich würde jetzt Gebäude bauen. Aber erst schauen wir mal um unseren Kohl. Genau. Da ich ja irgendwie vorhabe, weniger an Kohl. Es gibt Kohlsuppe. Sehr gut. Es lebe die Kohlsuppe. El Colo. Wartet mal. Ich brauche mal hiervon einen Screenshot. Kohl. Noch mehr Kohl. Und noch mehr Kohl. Ich würde sagen, läuft. Gut. Diesmal wird es ein bisschen weniger an Landwirtschaft geben. So ist der Plan. Und ein bisschen mehr von dem Rest. Jetzt passt mal auf, wir könnt mal gucken. Ich glaube, wir brauchen aber, um Kohlsuppe zu machen, noch eine Holzschale. Und Fleisch hätten wir, aber die Holzschale nicht. Genau. Und ein Geld. Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Und einen Schuppen, eine Scheune bauen. Also im Moment kommen wir damit ganz gut rum. Seht ihr? Hier haben wir noch Beeren, die Zwiebeln, Gemüse. Die Gemüsesuppe, die nehmen wir jetzt mal mit. Ich würde sagen, es passt. Die Kohlsamen kommen ins Materiallager, der Pelz auch. Das habe ich noch mitgemacht. Und ich habe ein paar Steinmesser gebaut, weil mir gerade danach war. So, würde ich sagen, wir jagen dann heute aber auch. Jetzt, was habe ich dann hier drin? Hier haben wir nichts drin, das passt. Den Rest bringen wir mal schnell ins Lager und dann gucken wir mal, was wir denn im Herbst so alles anpflanzen können. Da müssen wir gucken, dass wir uns dann auch mit Dünger eindecken. Wo haben wir denn unseren Dünger? Habe ich denn noch Dünger? Da ist er. 22. Das ist gut. So. Den Pelz jagen wir auch rüber. Nochmal schnell. Die Eisenpfeile ebenfalls. Die dann auch weg. So. Sehr schön. Stöcke, Steinmesser. Was haben wir hier? Die Stöcke nehmen wir mit. Man weiß es ja nie. Wie gut ist mein Hammer? Ja, dann werden wir wieder mal einen Hammer brauchen. Jetzt geht es um die Landwirtschaft. Jetzt ist die Frage, da ich ja nicht so viel Landwirtschaft haben möchte und da drüben die Schweine sind. Wie mache ich es denn jetzt mit den Wildschweinen? Hier habe ich schon mal was hergerichtet. Ich würde die Scheune fast hier reinpacken. Das heißt, wir bauen hier mal kurz die Birken ab und bauen unsere Scheune hier rein. Und machen rechts und links davon, neben dem Tonvorkommen, dann unsere Felder hin. Beziehungsweise, genau, ja, doch. Ist ganz gut. Ich habe gar nicht gewusst, dass hier Tonvorkommen ist. Das ist echt nicht schlecht, weil dann können wir vielleicht ein bisschen einen anderen Weg einschlagen als beim letzten Mal. Also im wahrsten Sinne des Wortes schlagen. So. Dann machen wir uns mal schnell 4 Holzspeere. Genau, in der Zeit, wo wir mir jetzt die Holzsperre raushauen, ich würde jetzt hier in die Mitte rein das machen und dann nach unten hin ziehen und dann werden wir auf die Jagd gehen, und zwar die Wildschweine, denn ich brauche Säcke. Oh, wartet mal. Wir statten das mal aus auf die 3. So, mein Gutster. Jetzt komm her. Ich glaube, das ist Pixen, genau. So. Haben wir da noch eins? Nee. Sehr gut. Au. Komm. Nein. Da bleiben. Halt. Hammer raus. Da geht's schneller. Zack. So. Das erste Schwein. Oh, das erste Schwein. Wir häuten natürlich das Schwein und wir haben ein Eisenmesser. Leute, das habe ich gefunden. Geht's auf die Suche. Schaut's ein bisschen neben der Strecke. Das ist super. 8 Fleisch, 3 Leder. Sehr schön. So, okay. Einmal haben wir erwischt worden. Jetzt muss ich nur gucken, wo mein Holzspeer ist. Da sind sie. Da haben wir mal einen. Zack. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch irgendwo einen rumliegen. Da sind noch 2, 3, auch da habe ich noch ganz viele. Ja, da gehen wir jetzt auf jeden Fall auf die Jagd. Machen uns da mal schnell die Wildschweine zunutze. Wo habe ich es denn jetzt? Hallo? Ah, hier. Holzspeer. Da drüben sind... Genau, hier habe ich dann die ganzen Steine und Bretter, Holzstämme schon mal hergerichtet für die prinzipielle Sache. Jetzt schauen wir mal noch schnell, dass wir noch ein Schwein finden. Das Problem ist, mir fehlt noch die Ursicht fürs Jagen. Das heißt, wir müssen ein bisschen schauen, wo sie denn sind. Schweinchen, hallo. So. Da haben wir noch eins. Das gesehen? Da. Müssen wir gucken, dass mich nicht ein zweites irgendwo erwischt. Und... Zack. Ah. Ah, daneben. Komm her, du Schwein. Bleib hier. Boah, das hat's ganz schön erbröselt. Da ist noch ein Hase. So. Wollen wir uns das Schweinchen ebenfalls? Hm. Wildschwein. Obelix wär begeistert. So. Jetzt muss ich natürlich wieder meine ganzen Speere einsammeln. Da hinten irgendwo. Da ist er. Da sind die zwei. Da war ein Pilz. Hier sind sie. Und dann brauchen wir noch ein drittes. 1. 2, der steckt im Stein fest. Ja, da haben wir noch einen. Das glaube ich war's. Wir gucken mal ganz kurz ins Inventar. 3, 4 Stück mit 75 und 3 mit 50. Ja, da haben wir auf jeden Fall so viel, dass wir auf jeden Fall das dritte Schwein noch jagen können. So, wir schauen nochmal. Hallo, Schweinchen. Die müssten doch irgendwo sein. Hallo. Ich will ja nichts sagen, aber ich hätte gerne ein Schwein gejagt. Hallo? 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 Ha. Im Birkenwald sehe ich kein Schwein mehr. Da ist ein Wiesent. Ich hätte gern ein Schwein. Oder dann eben einen Fuchs. Müsste mal gucken. Ich glaube, die haben jetzt... Da ist eine Krähe. Zumindest hört man die. Dann jagen wir halt noch einen Fuchs. Das ist ja wurscht. Ich meine, obwohl Füchse jagen. Schauen wir mal schnell. Die sind auch hier. Also Füchse sind hier oben. Da waren Wildschweine. Aber ich glaube, die habe ich jetzt... Ah, guckt an. Die habe ich jetzt erlegt. Die sind jetzt nicht mehr da. Dieses Dunkelgrau. Ich glaube, dass die jetzt ausgerottet sind. Oh nein, wir haben die Wildschweine ausgerottet. Oder dass die wieder spawnen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen die alle Jahre wieder, so wie es bei den Bäumen ist. Dass die dann wieder Einzug halten. Aber dann jagen wir jetzt noch einen Fuchs, weil wir können ja alternativ auch einen Fuchs jagen. Wobei mir das echt finde ich schade. Ich mag Füchse. Woher das wohl kommt. Da jetzt links. Gucken wir mal, ob wir einen Fuchs sehen. Das ist natürlich jetzt im Herbst, wenn alles so rotbraun eingefärbt ist, nicht so einfach. Die Sicht wird uns hier nichts bringen, gell? So. Halt. Da war was. Ich hab's genau gehört. Wo bist du, Fuchs? Auch nochmal auf die Map. Also theoretisch hier hinten. Da ist ein Luchs. Bin ich hier falsch? Das ist doch ein Fuchs, oder? Nee, das ist ein Luchs. Wolf? Luchs ist das. Ah, okay. Luchs. Dann Kaninchen. Oh ne, muss ich jetzt... Hier ist der Fuchs. Da mal schnell rüber. Oder hier. Wir könnten natürlich mal schnell darüber gehen. Aber die Wildschweine, glaube ich, habe ich ausgerottet. Das sind nur 3 Stück gewesen. Egal, wir machen danach weiter. Ich werde jetzt mal schnell unten diese Scheune bauen. Hier oben kommt dann unser Handwerksviertel rauf. Und unten, hier hinten, dann die entsprechenden anderen Dinge. Wie Wohngebäude und Freizeitaktivitäten, Sachen. So, wir legen mal kurz die hier hin. Die können wir ja dann hier dabei mal rausschmeißen, würde ich sagen. So, sehr schön. So, tada, so, tada, so, tada. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns mal 11 Steine mit und bauen uns hier unsere Scheune auf. Scheune, Scheune, Scheune. So, wir richten es am Feld aus. Ungefähr Pi mal Daumen, Daumen mal Pi. Das sieht gut aus, ha? So, bauen wir nur noch die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Hier, ungefähr hier. Dann gehen wir... Ah, da sind jetzt die Birken im Weg, gell? Da sind jetzt die Birken im Weg, die müssen wir noch schnell... Hoppla, die müssen wir noch schnell umhauen und weg und überhaupt halt umhauen, habe ich gesagt. Nicht aufbauen. So, die hauen wir noch weg. Dann haben wir hier auf jeden Fall Platz. So, komm her da, du Birke. So. Komm her hier. Zack, die können wir dann auch gleich verbauen. Hau raus, den Birkenstamm. Zack, einmal. Jetzt sind wir leicht überladen. Jetzt werden wir gleich gnadenlos überladen. Aber das ist egal. Die schmeißen wir danach einfach wieder raus. Den Stein nehmen wir auch auf. Komm, Birkenstamm. So. Oh oh, jetzt können wir es gleich gar nicht mehr bewegen. Wir legen mal schnell die Stämme ab. Da habe ich noch meine Steine. So, man könnte natürlich auch den Rest rausschmeißen, aber... So, den nehmen wir mit. Dann... zack, zack. Und die Scheune... Und dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal um die Mitte. Gerade ausrichten. So, mal hier meine Ecke. Noch ein Stück. Jetzt dürfte es passen. Ah, noch nicht ganz. Noch ein Stück hier rüber. Jetzt passt's. Und wir haben gesagt, es sind... Wartet mal, wir gehen hier mal hier hin. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier. Nee, das stimmt nie. Ich habe mich verzählt. Hier ungefähr. So. Ja, ist jetzt nicht so, so genau geht es ja nicht. So. Was ich aber möchte ist, ein ganzes Stück weit weg von dem gehen. Denn ich möchte noch ein paar... Stopp. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Wir gehen her und machen Folgendes. Wir bauen uns jetzt hier... Also. 1, 2, 3, 4, 5, 4... 5, 5 mal 2 mal 3 mal 4. Dann können wir auf jeden Fall mal 5. 5 mal 5. So. Und an dem richten wir es jetzt aus. Und da ist dann die Kante. Da ist dann die Mitte. Genau. Und zwar Folgendes. Ha. Coole Sache. Wir könnten nämlich die Scheune 1. Also, wir richten es mal schnell an den Blöcken aus. Das ist mal das eine. So. Also, da sind wir. Da haben wir... So, jetzt müssen wir hier noch ein Stück zurück. Das war zu viel, gell? Ein Stück darüber. Jetzt dürfte es passen. Jetzt dürfte es passen. So, jetzt gehen wir hier mittig her. Seht ihr? Ha, sehr gut. Und jetzt haben wir 5 vor allem frei. Das heißt, wir können... Zack. Jawohl. Und zwar geht es um Folgendes. Man kann jetzt hergehen und kann... Hallo? Welt. Zack, weg damit. Man hat jetzt hier noch Platz zum Anpflanzen von Bäumen. Und um eine dicke Straße reinzubauen. So. Ich will aber nicht... Ich will eine reparieren, ich will bauen. 12 Steine, schauen wir mal an, was wir für Glück haben. 12 Steine. Super. Dann bauen wir jetzt hier unsere Scheune hin. Da wäre natürlich da hinten einiges an Bäume. Oh, 9. Ja, die kriegen wir auch noch hin. Die habe ich, glaube ich, hier. Wo sind es denn? 10 da, guck an. Oh, yeah. Komm, auf geht's, Rasimir. Auf geht's. So. Der Rohbau der Scheune. Sehr schön. Stellen wir uns mal die schnell hin. Dann holen wir uns Dünger. Und dann schauen wir mal, was wir denn anstellen können. So. Stöcke. Ja, da haben wir auch auf jeden Fall einiges. Jetzt lass uns mal klopfen, bis uns die Booster ausgeht. Dann holen wir uns die nächsten Sachen. So. Sehr schön. So muss das sein. Hau mal rein, hat er gesagt. Hau mal rein. Dann decken wir gleich mal das Dach. Und wir gucken dann um eine Werkstatt. Wir brauchen Holzeimer, Teller, um Suppen herzustellen. Und eine Küche. Oh je, oh je. Mein Gebäudelimit, ich sag's euch. Jetzt geht in die Booster wieder aus. Dann holen wir uns natürlich noch Stöcke. Gut. Jetzt pass mal auf. Der arme Kerl, hey. Dass der mitmacht, das ist der Wahnsinn. Hier habe ich übrigens noch 19 Steine. Ich weiß gar nicht, für was ich die da alle brauche. Aber egal. Die Holzstämme nehmen wir uns mit und die 5 auch noch. So, auf geht's. Zack. Dann kommen wir hier drinnen gleich die 3 Stück reinklopfen. Oh. Okay. Ein Stock. Ja, den kriegen wir noch hin. Hier nehmen wir uns noch ein paar mit. Da haben wir noch einen Stein. Den nehmen wir auch mit. Zack, zack, zack. So. Wäre ja gelacht, wenn wir das Ding jetzt nicht hinstellen können. Zack, zack und zack. Sehr schön. Na gut, dass ich noch Stöcke rumliegen habe. Dann nehmen wir uns jetzt gleich mal die Stöcke mit. Und wir nehmen uns... Ah, komm mal her, Zweige. Wir nehmen uns auch... Hier ist Material leer. Ich habe echt die ganzen Dinger weggekaut. Also das heißt, die 250, 74, die nehmen wir uns mit. Und Stroh nehmen wir uns mit. Lachs. Wo ist es denn? Stroh. Ich weiß gar nicht. Wir nehmen mal die Hälfte mit 64. Oder 66, ist ja egal. Dann können wir uns nämlich hier schon mal verausgaben. Und also nicht die Speere. Die können wir doch da liegen lassen. Das ist so ein Reflex. Das ist der Wahnsinn. So. Ich würde fast fertig bauen. Wir machen jetzt wirklich hier erstmal die Stöcke ran. Dass wir danach wirklich nur noch das Ding brauchen. Das Rundholz. Zack. Umso mehr, umso besser. Und dann sollte die hier auch fertig sein. Und wir müssen gucken, dass wir ein bisschen Geld machen. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Ich hoffe, die haben die Preise für Flachs nicht angepasst. Wäre schade, wenn das nicht hinhaut. So, da. Okay. Halt. Mal da weiterklopfen. Wir machen jetzt mal alles grün. Dem geht schon wieder die Booster aus. Mensch, Rasimir. 18 Jahre alt und nichts aushalten. Da hätten wir nämlich diese Scheune auch und die Landwirtschaft kann dann wieder loslegen. Wir brauchen dann Gebäude. Da muss ich auf jeden Fall einiges an Material errichten, um das fertig zu kriegen. So, ein Holzstamm hier. Ich würde sagen, wir müssen das sowieso hier umhauen für noch mehr Material. Also hauen wir den Ahorn um. Schade um den schönen Ahorn, aber... Ich hätte halt hier ganz gerne Bist du schon in die richtige Richtung dann? Das sehen wir jetzt gleich. Zack. Einmal, zweimal. Zack und zack. Wir nehmen jetzt mal alles mit. Oh, oh, ich bin gnadenlos überladen. Komm, Rasimir, auf geht's. Boah, der arme Kerl, hey. So. Okay, okay. Auf geht's. Zack, einmal, zweimal. Jetzt werden wir schon leichter. Jawohl, so muss das laufen. Dann machen wir hier mal schnell das Dach drauf. Zack, zack. Was? Achso, es gibt Leute, die die Baustelle blockieren. Ja, so ein wenig erwischt. So, 2 Stück noch. Dann ist die Scheune fertig. Da reißt man hier mal das aus dem Boden raus, würde ich sagen. Zack. Einmal. Bei dem werden wir definitiv nicht mehr brauchen, weil ich hier ja... Ah, ein Stumpf, komm her. Zack, weg damit. Stein, her damit. Oh. Es wird fertig. Das Ding wird fertig. Tada. Heune. Ja. Ich würde sagen, ist doch ein Bild wert, oder? Wir bauen uns die Scheune fertig. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal ganz kurz rein. Ich glaube, die 6 ist es. Genau, was können wir denn diesmal pflanzen? Wir können Roggen pflanzen. Wir können Weizen pflanzen. Das heißt, wir würden fast hergehen und das dann noch herrichten. Aber das mache ich heute Nacht, genauso wie ich Baumaterial sammle. Was wir jetzt noch brauchen, ist Folgendes. Wir haben jetzt eine Jägerhütte und eine Holzhütte. Das heißt, wir brauchen 2 Leute, die dort arbeiten. Dann brauchen wir eine Küche. Dann haben wir schon 3 Leute, die dort arbeiten. Dann hätten wir die Grundbedürfnisse erstmal gedeckt. Und einen für die Scheune. Dann hätten wir 4 Leute. Das heißt 4 Gebäude. Und wenn ich mir jetzt unser... Wir gucken mal hier. Ich kann nur noch 3 bauen. Also. 3 Leute heißt... Küche, Scheune und Holz. Küche, Scheune, Holz. Nee, Küche kann ich selber. Also, Scheune, Holz, Jäger. Scheune, Holz und Jäger. Und dann müssen wir mal gucken. Ja, okay. Kriegen wir hin. Wir brauchen also 3 Gebäude. 3 Gebäude. Ja, 3 Gebäude. Dann haben wir was zu essen. Holz, Brennholz. Läuft. Gut. Hier würde ich die Birken echt weghauen. Halt. Die Birken. Komm, Birke. Das heißt, wir brauchen 2, die Küche. Ich glaube, die kann ich schon bauen. Wir könnten mal kurz gucken, ob wir die Küche schon anzeichnen können. Dienstleistungen, Bauhütte und Marktstand. Die kommen erst ziemlich spät. Produktion. Da ist die Küche. Ja, dann lasst uns doch die Küche aufstellen. Die kommt auf jeden Fall hier neben das Lager hin für unser Essen. Und unten kommt dann die Schenke daneben. Ist nur die Frage, wie rum baue ich es und wie soll dann auch der Dorfplatz ausschauen. Aber ich würde es jetzt mal schnell ausrichten. Also das heißt ungefähr so. Ein Stück hier rüber. Vom Ausrichten her passt's. Ich würde die jetzt einfach hier daneben stellen. Und die Schenke dann quer rein. Aber wir lassen ein bisschen Platz, dass wir auch noch aufbauen können. So. Sehr schön. Schauen wir mal. Oh, ich habe schon ein paar Steinchen. Haben wir schon. Ich habe auch schon welche rumliegen sehen hier. Hier zum Beispiel 1. Aber ich habe noch 19 Stück hier drüben. Da müssen wir mal gucken, wo wir die dann verbauen. Lasst uns mal die Grundfeste bauen für das Ganze. Dann habe ich jetzt noch 2 Gebäude. Das ist irgendwie ganz schön. Das ist... Boah. Stein. Ah, hier haben wir noch Stein. Bleibt mir das jetzt auch. Nehmen wir uns lieber noch einen mit. Ich kenne mich ja. Stein, Stock, Stein. So. Dann hätten wir nämlich hier die Küche. Blub, blub, blub. Ah, steht schon. Sehr schön. Man muss ja mal anfangen, ne? Irgendwo. Genau. Und unser Dorfzentrum kommt dann hier rein. Blablabla. Um diesen Brunnen rundum. Da kommt dann noch die Schenke hier unten rein. Ah, ja. Weiß genau, wie es ausschauen soll. Wird schon. Wird schon, hat er gesagt. Gut. Dann nehmen wir uns gleich noch ein anderes Gebäude an. Ich richte dann auf jeden Fall die Materialien her, dass wir die morgen fertig bauen können. Und wir müssen natürlich auch noch Elvins Trinkschlauch anfangen. Also, würde ich sagen, hier daneben, neben dieses Gebäude, kommt jetzt die Straße hoch. Hier runter, dann würde ich das nächste Gebäude... Oh, es müssen wieder Bäume weichen. Hier parallel hinstellen zur... Ganz wichtig, anfangs nur kleine Gebäude. Das Problem ist nämlich folgendes. Die großen Gebäude kosten relativ viele Ressourcen. Man kann zwar mehr Leute reinkriegen, aber ich möchte ja momentan schnell einzelne Personen haben, damit man keine Kinder nicht haben. Die sind, also so gerne ich Kinder auch habe in dem Game, sie stören etwas. Oh, das ist viel zu nah am Brunnen. Also, es muss weichen. Der Baum hier muss weichen. Der hier muss weichen. Okay, also, Baum, komm her. So. Der muss weichen. Aber für Kinder ist es jetzt noch unpassend. Also insgesamt ist halt schon schön, wenn unser Dorf dann ein bisschen ein quickeres Leben bekommt, aber es ist halt im Moment noch nicht gut. Das ist ja fast richtig ausgerichtet. Jetzt glaube ich, sieht es gut aus, oder? Noch ein Stück hier rüber. Jetzt glaube ich, sieht es gut aus. Ja, doch. Jetzt können wir auf jeden Fall mal nach hinten gehen. Es ist halt so, dass die haben wir grün, jetzt. Jawohl, jetzt sind wir weit genug weg. Haben wir denn noch? Im Moment haben wir nichts. Aber wir haben Holz für unsere Ding hier. Da hole ich mir jetzt gerne noch Steine von drüben. So, 7. Sehr schön, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal leichter. Genau. Wie ihr seht, hier kommen wir auf jeden Fall mal... Das kommt. Ich möchte es noch schnell wegmachen hier. Zack, Birkenstumpf. Einmal. Und zack, der zweite. Na komm. Jetzt fahren wir raus. So, Birke. Gut. Klopfen wir die noch schnell rauf. Zack. Und zack. Oh, ich habe ja noch Stroh. Das heißt, ich kann hier schon mal loslegen mit unserem Dach. Sehr schön. Ah. Rieddach, Rieddach. Aber nicht mehr genug. Genau. Und ihr wisst ja, normalerweise würde ich jetzt hergehen und, also hier kommt man halt nicht rundum, um dieses Material, das man halt da braucht, wie zum Beispiel Flechte, Flechtwände und so weiter und so fort. Aber der Plan ist schon, da mal ein richtiges Holzdach drauf zu zimmern. Bei meinem Gebäude natürlich auch. Das werden wir dann mal runter machen. Wenn wir dann alles hergerichtet haben. Und wenn natürlich... sehr schön. Oh, es ist mal wieder soweit. Wir haben keinen Holzstamm. Okay, aber ich würde sagen, wir sind jetzt schon wieder... wir haben schon wieder was zu essen. Hasenfalle, einsammeln. Bauen wir uns auch gleich nochmal eine. Zack, die nächste Hasenfalle. Genau. Mit diesem schönen Mondaufgang, muss ich schon fast sagen, würde ich sagen, habe mich gefreut. Schön, dass ihr dabei wart. Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen und ein Like und einen Daumen hoch und überhaupt und sowieso. Ich verlinke euch hier die Playlist für diese Folge jetzt, also für diese Serie jetzt. Und genau, haltet die Ohren steif und wir bauen morgen wieder weiter an unserer kleinen, schönen Siedlung. Bis dann, euer Fuchs. Ciao, ciao.